Sozusagen den Schluss feierlich zu umrahmen, war überhaupt keiner mehr an dem Saal. Wie gesagt, wir haben das als großen Erfolg gesehen. Die Texte werden immer kürzer. Der Sound spricht für sich. Bei Kraftwerk ist bald selbst der Schlagzeuger überflüssig. Bei Kraftwerk, sie waren zwar auch eine Band, aber letzten Endes haben sie das Bandprinzip zugunsten eines Designs, eines Klangdesigns aufgegeben. Wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Sie sagen von da an fast gar nichts mehr. Florian Schneider und Ralf Hütter reisen nicht aufs Land und nicht in die Schwerelosigkeit. Kraftwerk schließen sich im Studio ein und reisen in die Zukunft. Nur der Synthesizer darf mit. Ausgehend vom Sinuston werden durch elektrische Filter weitere Töne hinzugemischt, bis schließlich ganz ungewohnte Klänge mit entsprechend skurriler Schwingungskurve entstehen. Popcorn heißt der Synthi-Hit, bei dem man darüber nachdenkt, ob man wirklich in solch einer Furniermöbelhütte leben will. Die 70er. Man trennt, trägt Jeans, isst frei. Mutti kann die Suppe heute alleine essen, man ist draußen und trägt Jeans. Eine Hose, die sogar Flecken verträgt. Eine Zigarette, also eine Rothändel zu einer bestimmten Zeit mit einem Kumpel oder einer Frau, so ein Gespräch, das verändert dich doch im Sinne von, es bringt dich weiter, ne? Und eine Hose in jedem Fall. Die Geschichte des aufmüpfigen Lehrlings Edgar Vibeau zementiert den Mythos der Jeans als Aussteigerhose. Nur wenige registrieren, dass es sich hier um einen Oststoff handelt. Bei dem Stück, nicht bei der Hose. Black Jeans, no. White Jeans, no. Blue Jeans, yeah. Und von wem hört man sonst etwas? Willy Brandt reist vorwärts in die Vergangenheit. In Warschau kniet er nieder vor den Opfern der Nazis. Daheim gibt's Ärger wegen dieses Films. Schwule schämen sich ihrer Veranlagung, denn man hat ihnen in jahrhundertelanger christlicher Erziehung eingeprägt, was für Säue sie sind. Erst nach langen Diskussionen wird das Werk dann doch gesendet. Schwule sind jetzt gesetzlich erlaubt, aber viel haben sie noch nicht von der neuen Freiheit. Immer lauter wird's auf den Straßen, eine Mini-Revolution nach der anderen. Jetzt geht's den Frauen um Gleichberechtigung. Es stinkt mir einfach irgendwo, dass ich so funktionieren soll, wie Männer generell mich gerne haben wollen. Für die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218, bitte geben Sie uns Ihre Unterschrift. Das war ja dann einfach die Bombe, die dann hochging. Dass sich bekannte Schauspielerinnen, die hochgeachtet waren, Senta Berger, Romy Schneider und wie sie alle hießen, Sabine, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die hieß, Sabine Sinjen, aber alles so hochgestellte Frauen, auch beliebte Frauen, die öffentlich bekannten im Stern groß auf der Titelseite, ich habe abgetrieben. Währenddessen schippert Willy Brandt mit Leonid Brezhnev entspannungspolitisch erfolgreich vor der Krim. Im Osten gewinnt er Freunde, zu Hause ist er selten. Aber ein Jugendidol ist er noch immer. Willy Brandt haben wir heiß und inniglich geliebt. In den waren, ja, haben wir uns alle verguckt. Die Opposition misstraut Brandts Politik. Eine Abstimmung im Bundestag soll ihn stürzen. Schule war zu Ende, Bus holte uns ab. Wir wohnten so 20, 30 Kilometer von der Schule entfernt auf dem Land. Und dann kam über Radio durch, dass das Misstrauensvotum nicht geklappt hat. Und dann gab es einen Riesenjubel und es wurde geklatscht im Bus. Also so eigentlich für heutige Zeit unvorstellbar. Zum Glück gibt's außer Politik und Schule ja auch noch wesentlichere Dinge. Endlich kann ich jetzt die Platte von meinem Freund hören. Ja, wenn ich wieder von der Schule heimkomme, gell, höre ich Musik, weil ich entspanne will. Like a sunlight river rises.
ist die Popmusik eher eine Beruhigung. Also nicht so laut, gell, alles mit Maßen ziehen, gell. Wenn er jetzt morgens aufsteht und macht die Popmusik an, warum denn nicht, die höre ich auch mit, gell. Aber wenn er rausgeht, mach ich sofort wieder aus. Endlich kann man mal fachlich über die Spieltechnik diskutieren, vor allem, wenn man selbst mal da getrommelt hat. Der Noske ist ein toller Schlagzeuger. Völlig anderen Stil als ich. Ich hatte zum Schluss nur noch Krämpfe überall. Ich habe mit Sticks gespielt, umgedreht. Ich war nur noch nur laut, einfach nur laut. Und Noske war mehr der so. Super Stück, super Schlagzeug-Solo, da ist man sich einig. Auch nicht schlechter als Led Zeppelin. Wer wird dieses Jahr Meister, Gladbach oder Bayern? Mal ehrlich, im Partykeller würden Mädchen doch nur stören. Hat einer was zu rauchen dabei? Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. Leben und Sterben und Streit, wenn ein Mensch kurze Zeit lebt. Es schallt was rüber. Wenn ein Mensch lebt, von den Pudis, ist der erste DDR-Hit, der auch im Westen gehört wird. Der neue Mensch an der Spitze der DDR heißt Erich Honecker und er ist relativ jung. Die Hoffnung der Jugend. Als Honny an die Macht kam, dann gab es Lederjacken, Stiefel, kann ich mich erinnern. Mal irgendwas Besonderes aus dem Westen oder Hi-Fi-Anlagen, so zwei, drei Sorten. Insofern hatte man die Hoffnung gehabt, dass es natürlich richtig bergauf geht. 1973 zeigt sich Ost-Berlin von seiner poppigen Seite. Die Weltfestspiele der Jugend stehen an und es klingt wie eine kleine Revolution. Die Stimme der DDR spielt Uriah Heep und Led Zeppelin neben Karat und Renft. Die Vorbereitung der Weltfestspiele war eigentlich in der DDR die interessanteste Zeit, wo sich unheimlich viel entwickelt hat. Also in der Literatur, in der Musik und auch filmmäßig. Zum Beispiel die Legende von Paul und Paula. Die Love Story aus der DDR ist ein Härtetest fürs kulturelle Klima. Eine ziemlich freizügige, unverblümte und natürlich unglückliche Liebesgeschichte. Paula, das kannst du nicht machen mit mir. Denk doch mal an unsere schöne Zeit. Hau ab, sag ich dir, du Ferkel! Du blondes Ferkel! Während ich bald rausgehe, was? Da treibst du uns mit anderen Weibern! Ansonsten haben die Filme begonnen. Natürlich. Immer einer Frau, die studiert hatte, die also die gleichen Chancen hatte wie der Mann. Ist doch schön. Paulas unpassende Liebe zu einem Funktionär bringt den Pudis den Hit Geh zu ihr. Und lass deinen Drachen steigen. Hey, hey, deinen Drachen. Hey, 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 geh zu ihr. Das war die Geschichte einer Verkäuferin, die nicht studieren will. Und dann sagt, nein, ich möchte das so, habe zwei uneheliche Kinder, ich sehne mich nach Glück und nach Familie. Und das war's dann. Und nicht auch eine Rolle spielt, wie viele Chancen die Gesellschaft auch gibt.